Der Prozess von der Projektidee bis zur Bewilligung und Realisierung eines Vorhabens ist anspruchsvoll. Dabei gibt es verschiedene Phasen der Interessenabwägung mit unterschiedlichen Herausforderungen. Erste raumplanerische Weichenstellungen werden auf der Ebene von räumlichen Entwicklungskonzepten und Siedlungsleitbildern getroffen, wo die Planungsabsichten noch sehr offen sind und der Spielraum für Interessenabwägungen entsprechend groß ist. Etwas konkreter wird es auf der Ebene von Sach- und Richtplänen, wo erste verbindliche Vorstellungen für mögliche Projekte bis hin zur groben Bezeichnung von Standorten und Linienführungen bestehen. Die parzellenscharfe und grundeigentümerverbindliche Festlegung von Ort, Art und Intensität der Nutzungen findet dann in der Nutzungsplanung statt. Die Interessenabwägung dazu wird im entsprechenden Raumplanungsbericht festgehalten. Und im Baubewilligungsverfahren werden noch letzte Korrekturen und Anpassungen am Projekt vorgenommen, um dies mit den übergeordneten Planungen und den gesetzlichen Bestimmungen in Einklang zu bringen. Interessenabwägungen müssen stufengerecht vorgenommen werden. In frühen Verfahrensstadien ist allerdings vieles noch ungewiss. So weiß man in der Regel wenig über die Dimension und Gestaltung der Vorhaben. Dies hat auch Auswirkungen auf die Mitwirkung der Bevölkerung und die Beteiligung der Grundeigentümer und Investoren. Die Bevölkerung kann oft noch wenig abschätzen, welche Auswirkungen die Vorhaben später haben werden. Die Projektträgerschaft und auch die Behörden müssen sich daher gut überlegen, wer in welchem Zeitpunkt und mit welchen Inhalten an der Entscheidungsfindung zu beteiligen ist. Zu berücksichtigen ist auf der anderen Seite, dass der Spielraum für Interessenabwägungen mit der fortschreitenden Konkretisierung des Vorhabens abnimmt. Das Ermessen und damit der Spielraum für Interessenabwägungen wird, wie die Grafik zeigt, mit jedem Verfahrensschritt weiter eingegrenzt. Je früher daher in einem Planungsprozess Interessenabwägungen vorgenommen werden, umso besser. Frühe Interessenabwägungen machen die Planungs- und Entscheidungsprozesse für alle Betroffenen berechenbarer und tragen zur Planungs- und Rechtssicherheit bei. Voraussetzung ist jedoch, dass die Interessenabwägungen sorgfältig und vollständig vorgenommen und dokumentiert werden. Fallen bei Standortfestlegungen in Sach- und Richtplänen wichtige Interessen unter den Tisch oder werden sie ungenügend abgeklärt, müssen die Abklärungen in den nachfolgenden Planungsschritten nachgeholt werden. Dies schmälert die Rechts- und Planungssicherheit und kann erhebliche Kostenfolgen und Verfahrensverzögerungen mit sich bringen.